0 Punkte, 3 zu 36 Tore. Die Zahlen der letzten 6 Gastspiele in München lassen Schlimmes befürchten für den Hamburger SV. In der Rückrundentabelle trennt den Rekordmeister und den HSV allerdings nur ein Punkt. Das stimmt den Coach der Hanseaten leicht optimistisch. Natürlich wissen wir, dass die letzten Ergebnisse von uns gut waren. Und dass Bayern München so scheint, als wenn sie in der Bundesliga immer wieder so ein bisschen ins Straucheln geraten. Aber es hat ja dann immer wieder auch gereicht. Der HSV will beim Branchenprimus im 104. Nord-Süd-Klassiker am Samstag seine neue Stabilität unter Beweis stellen. Verzichten müssen die Norddeutschen allerdings auf den zuletzt stark aufspielenden Kyriakos Papadopoulos. Der Grieche traf zuletzt gegen seine Ex-Clubs und trug zu den Siegen gegen Leverkusen und in Leipzig bei. In München soll dennoch die nächste Überraschung gelingen. Was die Chancen angeht, da wissen wir natürlich genau, dass wir Außenseiter sind. Aber wir sind ja auch nach Leipzig gefahren als Außenseiter und siehe da, es ist anders gekommen. Einen HSV-Erfolg verhindern will bei den Gastgebern unter anderem Franck Ribéry. Der Franzose ist nach seiner Muskelverletzung wieder fit und brennt auf einen Einsatz. Saison aus für Naldo. Der 34-Jährige hat im Zwischenrundenrückspiel der Europa League gegen PAOK Saloniki einen Teilabriss der Adduktoren erlitten. Das mit Naldo tut uns natürlich weh und auch mir persönlich leid, weil er gut drauf war und weil er wichtiger Faktor war in den letzten Spielen. Damit fehlt der Brasilianer nicht nur im kommenden Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim, sondern gleich für den kompletten Rest der Saison. Stindl lässt Gladbach jubeln. Fast im Alleingang hat der Kapitän seine Borussia ins Europa-League-Achtelfinale geschossen. Stindls Dreierpack beim AC Florenz am Donnerstag hat zudem dafür gesorgt, dass es im Achtelfinale nun zu einem deutschen Duell mit Schalke 04 kommt. Bereits am 23. Spieltag der Bundesliga beginnen Gladbachs große Schalke-Wochen, bevor die beiden Teams zweimal international aufeinandertreffen. Zunächst sind Stindl und Co. allerdings am Sonntag beim FC Ingolstadt gefordert. Die Jecken der Woche. Bevor die Kölner am Samstag zum Tabellenzweiten RB Leipzig müssen, haben die Geißböcke unter der Woche ihre traditionelle Karnevalssitzung abgehalten. Grund genug für Trainer Peter Stöger, als Bauarbeiter die Muskeln spielen zu lassen. In Köln hat man ja sowieso permanent Baustellen, also jetzt dann nicht nur beim FC, sondern auch in der Stadt. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist recht passend. Ne? Der böse Wolf Anthony Modest hofft darauf, auch gegen die Leipziger wieder zuzubeißen. Der Franzose hat in den letzten 4 Bundesliga-Spielen immer getroffen.